Wir starten erstmal mit einem spannenden Vortrag von Frau Professor Stefanie Ewert von der Philosophischen Fakultät zu dem Thema, wie intelligent ist ChatGPT. Danach haben wir jetzt drei weitere Impuls-Vorträge, einmal von Dr. Florian Hoffmann zum Thema KI-gestützte Feedback bei Formaten in der Modularlehre. Dann gehen wir zu dem Thema KI-Awareness und das präsentiert uns Tine Wölfel von der REWE. Und zuletzt blicken wir auf ein sehr konkretes Beispiel über das Thema KI in der Lehre und das wird uns von Dr. Martin Zwickel präsentiert, das KI-Schreiblabor. Danach werden wir Frau Breat bei uns haben, unsere Vizepräsidentin Education. Sie kann nicht von Anfang an dabei sein, da es schon eine andere Parallelveranstaltung gibt. Sie wird dann kommen und dann auch begrüßen zum unser Jahresschwerpunktthema KI in der Lehre. Das ist das Thema, was uns in diesem Sommersemester schon begleitet und weiterhin begleiten wird und dann auch noch im Wintersemester. Danach werden wir uns gemeinsam darüber unterhalten, über das Thema KI-Guideline, Policy, Leitlinien, wie auch immer wir sie benennen wollen, brauchen wir sie und wie könnten sie an der FAU, welche zentralen Themen an der FAU sollten sich darin finden. Und das diskutieren wir in drei Breakout-Sessions, das von uns drei moderiert werden. Ja, und dann gibt's noch einen kleinen Abschluss. Und dann freue ich mich schon sehr, dass Sie alle da sind und würde gleich an Iris Wunder abgeben, dass die Moderation während den Vorträgen übernimmt. An dich, ja. Iris. Vielen Dank, Sonja. Ich freue mich auch sehr, dass so zahlreiche Teilnehmende schon im Raum sind. Es kommen auch immer noch ein paar dazu. Und ja, ich will gar keine langen Worte machen, denn wir freuen uns alle jetzt auf den Vortrag von Frau Professor Ewert, und dann würde ich einfach den Floor übergeben. Frau Ewert, bitte. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich diesen Vortrag halten darf. So, ich hoffe, dass die Präsentation ist gut zu sehen. Gut, dann, wie meistens, habe ich eine ganze Menge Folien mitgebracht, deswegen starte ich ohne große Vorrede. Eine kleine Vorbemerkung sei mir aber vergönnt. Ich möchte hier kein Argumentum ab Autoritate machen und einfach behaupten, ich sei Expertin. Deswegen sind die Überschriften auf allen Folien farbkodiert. Weiße Überschriften stehen für objektive Fakten. Wenn die Überschrift blau ist, dann gebe ich wirklich meine fundierte Ansicht als Expertin wieder, als Expertin für Korps- und Computerlinguistik, die ich sehr gut begründen kann und von der ich überzeugt bin. Rosa Überschriften, das sind dann eher persönliche Ansichten. Also auch die habe ich durchdacht und ich finde meine Argumentation da schlüssig, aber mir fehlt bei diesen Folien die Fachkenntnis, die tiefere Fachkenntnis, um hundertprozentig davon überzeugt zu sein. Nur, dass Sie einschätzen können, meine diversen Behauptungen hier. So, eigentlich geht es in meinem Vortrag ja um die Frage, wie intelligent denn künstliche Intelligenzen wie ChatGPT sind. Aber erst sollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was eigentlich hinter ChatGPT steckt. Beziehungsweise die erste Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Das ist eine Frage, die sich heute wahrscheinlich fast jedem stellen wird. Ich habe darauf auch eine ganz klare Antwort, die nicht unbedingt jedem gefällt. Meiner Ansicht nach ist künstliche Intelligenz in erster Linie ein Marketingbegriff. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber man wird ja Tag für Tag in den sozialen Medien und auch sonst bombardiert mit Werbung der neuen KI-Firmen, die tolle neue Möglichkeiten mithilfe von KI versprechen oder einem androhen, dass man völlig abgehängt wird, wenn man nicht auf den KI-Zug aufspringt. Was hinter der ganzen KI-Revolution eigentlich steckt, ist eine bestimmte Klasse maschineller Lernverfahren, die als Deep Learning bekannt sind und die auch tatsächlich sehr große Fortschritte erzielt haben. So ungefähr seit 2010 sind die richtig erfolgreich geworden, breit in die Anwendung gekommen und haben in vielen Gebieten, auch in meinem Fachgebiet der Computerlinguistik, eben ganz enorme Fortschritte gebracht. Und diese Deep Learning-Verfahren, die wurden dann
hat man dann entdeckt, die KI wieder aufzugreifen, die künstliche Intelligenz als Marketingbegriff. In der Computerlinguistik ist KI jetzt vor allem in Form dieser sogenannten Large Language Models vertreten oder LLM. Die sind allgemein bekannt geworden durch ChatGPT. Das ist ein Large Language Model, ein ganz besonderes Large Language Model. Aber darauf will ich jetzt ein bisschen zu sprechen kommen, was eigentlich hinter ChatGPT steckt. Wenn man sich anschaut, was ChatGPT kann, und es wird ja von Monat zu Monat besser, also die Ergebnisse, oder es gibt immer mehr Möglichkeiten, was man damit machen kann, fragt man sich manchmal schon, ist das jetzt noch Wissenschaft, ist das schon fast Magie, oder sind wir hier eigentlich in einem Science-Fiction-Film gelandet, womöglich auch noch im falschen Film? Auch darauf habe ich eine klare Antwort. Ja, wir leben tatsächlich jetzt in einem Science-Fiction-Film, aber es ist ein ganz harmloser Science-Fiction-Film aus den 1950er Jahren. Denn wenn man sich genau anschaut, was ChatGPT eigentlich macht, dann stecken da drei Ideen dahinter, die alle aus den 1950er Jahren kommen. Es ist also kein tolle neuen Algorithmen, die jetzt entstanden sind, die entwickelt wurden. Es sind Gedanken, die mit dem Aufkommen der ersten elektronischen Computer in den 1950er Jahren von Mathematikern, Informationstheoretikern entwickelt wurden, die damals aber mit der vorhandenen Technik bei weitem noch nicht umgesetzt werden konnten. Was wir also sehen, ist die technische Weiterentwicklung, die technologische Ausnutzung dieser alten Ideen. Ich will auch erklären, welche drei Ideen das sind. Die erste Idee ist die der statistischen Sprachmodelle. Die geht zurück auf Claude Shannon, den Begründer der Informationstheorie. Und mit dem Paper, das die Informationstheorie eingeführt hat, von 1948, hat er auch diese Idee aufgebracht, dass wir mithilfe von Statistiken Zufallstexte generieren können, die erstaunlich nach realen Texten aussehen. Also hier sehen Sie ein Beispiel für so einen Zufallstext. Der ist mit einem sogenannten 4-Gramm-Modell entstanden. Das heißt, wir machen Statistiken. Wir schauen uns immer die letzten drei Wörter als Kontext an und machen dann eine Statistik, welche Wörter am häufigsten drauf folgen. Also hier zum Beispiel, da braucht man natürlich einen Trainingskorpus, und im Trainingskorpus, das ich hier verwendet habe, ist es so, dass auf die Wörter es ist doch in 18,5% aller Fälle das Wort nur folgt, in 5,2% das Wort so und so weiter. Und jetzt kann ich Zufallstexte erzeugen, indem ich mir immer diesen Kontext anschaue, also die letzten drei Wörter, und dann zufällig ein Wort auswähle, aber natürlich mit den Wahrscheinlichkeiten, die ich aus dem Korpus bestimmt habe. Das heißt, in einem Fünftel aller Fälle wird jetzt tatsächlich zufällig die Fortsetzung nur gewählt, in jedem 20. Fall so, jedenfalls so oder alles oder schon und dergleichen mehr. Und wenn man jetzt das Schritt für Schritt anwendet, so kann ich immer ein weiteres Wort generieren, nehme wieder die letzten drei, also dann ist doch nur. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Ein kommt. Und so weiter. Da entstehen solche Texte, wie Sie hier sehen. Das ist auf den ersten Blick, glaube ich, sieht man nicht, dass das jetzt nicht ein echter Text von Telegram ist. Wenn man genauer liest, fällt einem auf, dass er irgendwie überhaupt keinen inhaltlichen Zusammenhang hat. Aber das lässt sich relativ leicht lösen, indem man einfach den Kontext größer macht. Wenn ich statt so einem 4-Gramm-Modell ein 6-Gramm- oder 7-Gramm- oder 10-Gramm-Modell wähle, dann kann es sich natürlich viel mehr merken, was gerade schon gesagt wurde, und dann auch passende Fortsetzungen finden. Das Ganze hat aber einen großen Haken. Das ist auch der Grund, warum jetzt ChatGPT nicht auf so einem Sprachmodell basiert. Diese Modelle sind rein symbolisch. Das heißt, die Wörter sind für die einfach Symbole, die keinerlei Bedeutung haben. Und wenn ich jetzt so einen Kontext habe wie »Es ist doch klar, dass«, dann ist das für das Modell ein völlig anderer Kontext als es ist doch glasklar das oder es ist doch offensichtlich das. Für uns ist es ja fast der gleiche Kontext, weil die Bedeutung, weil die Wörter, die da ausgetauscht wurden, so ähnlich sind. Für solche Sprachmodelle sind es aber komplett verschiedene Kontexte. Wir bräuchten also irgendwas, damit wir die Wörter nicht mehr nur als symbolische Einheiten ohne Bedeutung behandeln, sondern irgendwie algorithmisch auch ihre Bedeutung erfassen können. Da kommt uns die zweite Idee aus den 1950er Jahren zu Hilfe, nämlich die distributionelle Semantik. Für uns in der Korpuslinguistik gilt eigentlich J.R. Firth als einer der Begründer der distributionellen Semantik. Er hat den bekannten Ausspruch getätigt, you shall know a word by the company it keeps. Das heißt, wie Wittgenstein schon sagte, die Bedeutung eines Wortes liegt in seinem Gebrauch. Wenn wir uns anschauen,
in welchen Kontexten ein Wort vorkommt, dann können wir erraten, was das Wort bedeutet. Und so lernen wir eigentlich auch einen Großteil unserer Muttersprache nicht dadurch, dass wir im Wörterbuch nachschlagen oder explizit gesagt bekommen, was ein Wort bedeutet, sondern wir hören das Wort, lesen es in verschiedenen Kontexten und können uns dann bald zusammenreimen, was es bedeutet. Wenn das nicht ganz einleuchtend ist, dass es tatsächlich möglich ist, habe ich hier ein Beispiel mitgebracht. Also hier sind 5 englische Sätze, bei denen ich jeweils dasselbe Wort maskiert habe. Und wenn Sie sich die genau anschauen, können Sie vielleicht inzwischen schon erraten, um welches Wort es sich handelt. Vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber es scheint doch klar zu sein. Glass of, das scheint sich um ein Getränk zu handeln. Nigel staggered to his feet, face flushed from too much. Das deutet darauf hin, dass es wohl ein alkoholisches Getränk ist. Wenn man roten Kopf kriegt und unsicher läuft, dann war da wohl Alkohol drin. Und schließlich ist es noch aus Trauben gemacht. Also handelt es sich doch wahrscheinlich um Wein. Und tatsächlich, es handelt sich um einen roten Bordeaux-Wein, den Claret. Auf diese Weise, das ist jetzt was wir mit menschlichem Verständnis erreicht haben. Aber wir können natürlich, wie es eben Firth ausgedrückt hat, den Kontext, diesen Gebrauchskontext, auch dadurch beschreiben, dass wir uns anschauen, welche Wörter im Kontext vorkommen. Also hier zum Beispiel, dass Claret zusammen mit Glas vorkommt, dass es zusammen mit Face Flushed und Stagger vorkommt, dass es zusammen mit Grapes vorkommt, also in der Verbindung Claret Grapes und so weiter. Daraus kann man Wortprofile stellen, die sich als Vektoren in einem hochdimensionalen Raum kodieren lassen. Und solche hochdimensionalen Räume kann man dann auch als eine Art semantische Karte visualisieren. Also jeder Punkt steht hier für so einen Bedeutungsvektor, der ohne Verständnis, echtes Verständnis der Bedeutung, einfach nur aus den Gebrauchskontexten rein durch Berechnungen abgeleitet wurde. Und die Farben der Punkte, die stehen für verschiedene semantische Kategorien. So sieht man auf den ersten Blick, dass tatsächlich hier ähnliche Wörter, vor allem Wörter aus der gleichen Kategorie, sehr nahe beieinander liegen, also ähnliche Repräsentationen bekommen. Sie sehen links unten, also in der Mitte unten in grün, das sind verschiedene Fahrzeuge und Flugzeuge. Rechts sehen Sie verschiedene Werkzeuge. Da ist auch Spoon und Knife, also Besteck, ist nah beieinander. Weiter oben Cup, Bowl, Bottle, also Gefäße, die wir für Nahrung und Getränke brauchen können, die sind beieinander. Screwdriver, Chisel, Scissors, Hammer, die sind unten beieinander. Also das scheint erstaunlich gut zu funktionieren. So, und jetzt haben wir einen wichtigen Baustein. Wenn wir jetzt nun in unser Sprachmodell statt der symbolischen Repräsentation diese semantischen Vektoren einfüttern könnten, dann hätten wir doch dieses Ähnlichkeitsproblem gelöst. Dann könnte ich lernen, dass wenn da eben in einem Kontext Spoon steht und im anderen Knife, dass trotzdem die Fortsetzungen sehr ähnlich oder die gleichen sein könnten. Leider funktioniert es nicht so, denn die klassischen Sprachmodelle von Shannon, die basieren auf Häufigkeitszählungen und Häufigkeiten kann ich nur für Symbole zählen. Und an der Stelle kommt uns jetzt die dritte Idee aus den 50er Jahren zur Hilfe, die sogenannten neuronalen Netze. Also jetzt kommen wir schon in Richtung Deep Learning. Das ist eigentlich auch eine ziemlich revolutionäre Idee gewesen, denn im Gegensatz zu den meisten Algorithmen, die damals entwickelt wurden und auch heute noch entwickelt wurden, die meisten Programmiersprachen von Computer sind eigentlich imperative Sprachen, wo man dem Computer genau vorschreibt, Schritt für Schritt, was für Befehle er ausführen soll, um ein Problem zu lösen. Die neuronalen Netze gehen einen ganz anderen Weg und nehmen sich ein biologisches Vorbild, nämlich das menschliche Gehirn. Die versuchen also, die Funktion von Nervenzellen zu simulieren und dann so wie das menschliche Gehirn, wie man damals zumindest annahm, dass Nervenzellen lernen, wie das Gehirn lernt, das auch als Lernverfahren zu verwenden. Dafür haben verschiedene Leute, Hebb, Rosenblatt, ein Modell, ein mathematisches Modell einer Nervenzelle entwickelt. Das ist ein sehr vereinfachtes Modell. Sie sehen hier die Nervenzelle links sind die Eingaben. Das sind einfach numerische Werte. Die werden mit verschiedenen Gewichten versehen, können auch negative Gewichte sein für inhibitorische Verbindungen. Sie sind gemutet, man hört sie nicht mehr. So bin ich jetzt wieder zu hören.
Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, also auf der linken Seite sind die Eingaben, numerische Werte, die werden mit Gewichten versehen und aufaddiert. Und wenn die Summe dieser Eingaben dann einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann feuert das Neuron, das heißt, dann liefert es ein Ausgabesignal. Diese Schwellenwertbildung, die wird implementiert durch eine nichtlineare sogenannte Aktivierungsfunktion. So, dieses Modell der Nervenzelle, das ist dann biologisch so gar nicht so unrealistisch. Es entspricht aber, es ist eigentlich ein ganz simples Prinzip, das entspricht den einfachsten Lernverfahren, die wir kennen, nämlich den linearen Klassifikationsverfahren. Die werden auch sehr häufig eingesetzt für einfache Lernprobleme, sind aber sehr beschränkt in dem, was sie lernen können. Sie können vor allem keine komplexeren Zusammenhänge lernen. Erstaunlicherweise ändert sich diese Situation, sobald ich nicht nur einzelne Neuronen nehme, sondern mehrere Neuronen in Ebenen hintereinander schalte, in sogenannten Layern. Und ein ganz berühmtes mathematisches Ergebnis hat nachgewiesen, wenn ich nur einen einzigen sogenannten Hidden Layer, also Zwischenebene, in dieses neuronale Netz einbaue, dann kann es beliebig komplexe Funktionen im Prinzip lernen. Dazu muss der Zwischenlayer natürlich auch extrem groß sein, aber im Prinzip wird aus dem einfachstmöglichen Lernverfahren ein extrem mächtiges Lernverfahren. In der technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat man dann irgendwann festgestellt, solche neuronalen Netze mit einem Hidden Layer sind zwar sehr mächtig, aber auch schwer zu trainieren. Wir können die aber viel effizienter lernen lassen, wenn wir nicht einen Hidden Layer machen, sondern ganz viele Hidden Layer. Also das sind Dutzende, oft sogar Hunderte von solchen versteckten Layern von Neuronen, die jeweils dann auch Hunderte oder Tausende von Neuronen enthalten. Dadurch entstehen diese gigantischen Netze, mit denen wir es heute zu tun haben. Das ist ein sehr effektives Lernverfahren. Und was man auch feststellt dann, ist, dass die tieferen Layer, also die weiter hinten liegenden Layer, hier ist es jetzt von links nach rechts zu lesen, dass die immer zunehmend abstrakte und komplexere Muster lernen können. Also wir haben ähnlich, wie es im menschlichen Gehirn auch funktioniert, zunächst einfache Merkmale, einfache Muster und dann immer komplexere und abstraktere in den Layern. Das ist jetzt genau das, was man als Deep Learning bezeichnet, das Lernen mit tiefen neuronalen Netzen, was in den letzten 20 Jahren fast inzwischen zu so einer großen Revolution in vielen Fachgebieten geführt hat. So. Und jetzt packen wir das alles zusammen. Das gibt uns dann ein neuronales Sprachmodell. Also hier sehen wir jetzt einen ziemlich langen Kontext. Das ist was, was wir mit einem normalen statistischen Sprachmodell, mit diesen N-Gramm-Modellen gar nicht mehr verarbeiten könnten, weil wir viel zu wenig Daten aus dem Korpus bekommen würden. Aber statt hier die Wörter einfach als Symbole zu behandeln, weisen wir jedem Wort seinen distributionellen Vektor als Eingaberepräsentation zu. Das Ganze schicken wir dann durch ein tiefes neuronales Netzwerk, das auch noch rekurrent sein muss, damit es den ganzen Kontext aufsammeln kann. Und rechts oben am Schluss, wenn ich durch alle Layer durch bin und durch alle Zeitschritte, durch die ganzen Token des Kontexts durchgegangen bin, dann habe ich eine Repräsentation, die auf einer recht abstrakten, verallgemeinernden Ebene den ganzen Kontext erfasst. Und auf die kann ich jetzt nochmal einen Ausgabelayer draufsetzen, der die wahrscheinlichsten Fortsetzungen vorhersagt. Und damit kann ich eben sehr flexibel und sehr flexibel solche Sprachmodelle lernen, die für einen gegebenen Kontext das wahrscheinlichste nächste Wort vorhersagen können und dabei die ganze Semantik und Ähnlichkeiten in Betracht ziehen. Das Ganze hat man dann noch mit dem sogenannten Attention-Mechanismus kombiniert, sodass jedes Element von diesem Netzwerk auch noch bestimmte Wörter aus dem Kontext auch in sehr großer Entfernung rausgreifen kann, um die berücksichtigen kann bei seinen Aktivierungen. Und dadurch ist das System dann auch in der Lage, sehr große Kontextinformationen zu verarbeiten. So, das waren die 50er Jahre. Alles, was seither passiert, ist einfach nur technologische Weiterentwicklung. Die Rechenleistung und die Speicherkapazität der Computer hat sich so ungefähr alle 10 bis 15 Jahre um den Faktor 10 vergrößert. Und dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, gigantische neuronale Netze zu trainieren. Und das ist im Prinzip das, was ChatGPT ist. Das ist einfach so ein Large Language Model, ein Modell, das Zufallstexte generieren kann und dabei sehr gute Vorhersagen machen, weil es erstens einen riesigen Kontext verwendet. Das ist nicht, wie wir es gerade gesehen haben, irgendwie 3 oder 10 Wörter, sondern das ist ein Kontext von 4.000 bis zu 32.000 Wörtern.
Und es ist ein gigantisches Netzwerk. Das hat nämlich, also GPT-4 wird gemunkelt, hat ungefähr 1,7 Billionen Parameter. Also 1.700 Milliarden Parameter. Es ist auf gigantischen Textmengen trainiert worden. Und wenn man es plakativ ausdrücken will, das ist die meisten Texte sind aus dem Internet, mit dieser Anzahl Parameter kann das Modell eigentlich das ganze Internet auswendig lernen, mehr oder weniger. Und das ist auch was, worauf wir dann nachher zurückkommen, wenn wir versuchen, die Intelligenz von so einem Sprachmodell zu beurteilen. Eine Besonderheit kommt noch hinzu. Wenn wir nur so ein Sprachmodell hätten, das Zufallstexte generiert, würden wenige Hähne danach krähen momentan. So enorm berühmt ist ChatGPT geworden nach seiner Veröffentlichung, weil man mit ihm reden kann. Weil man also nicht einfach nur Texte generieren lässt, sondern tatsächlich Fragen stellen kann, Aufgaben stellen und sogar einen Dialog führen. Um das zu ermöglichen, wurde das Modell eben nicht nur darauf trainiert, irgendwelche Texte, also das nächste Token immer zu erzeugen, sondern auf ganz speziellen Dialogen. Die sehen ungefähr so aus, also tatsächlich genau das, was nachher ChatGPT für uns anbietet. Da ist sogar markiert mit Human, was die Eingabe von Menschen ist und mit Assistant, was die erwünschte Ausgabe von ChatGPT ist. Und dann wird einfach so lange trainiert, bis das Modell gelernt hat, alle möglichen Arten von Fragen zu beantworten. Und es wird tatsächlich mit den Typen von Fragen, die es beantworten soll, mit den Typen von Aufgaben, die es lösen soll, ganz speziell trainiert. Also ganz wichtig für ChatGPT, für den Erfolg, ist, dass hier unglaubliche Mengen an Trainingsdaten teilweise kostenlos aus dem Internet geklaut wurden, teilweise von billigen Klickarbeitern, die doch ziemlich ausgebeutet werden für Billigstlöhne, erstellt wurden, speziell für das Training hier. So, jetzt kann ich aber zur eigentlichen Frage kommen, nämlich, ist ChatGPT denn intelligent? Wenn man sich die Werbung von OpenAI anschaut, das hier sind ist die Leistung von ChatGPT, beziehungsweise zugrunde liegen Modellen auf verschiedenen Tests. Das sind teilweise Eingangstests für viele Eingangstests für amerikanische Universitäten, das Bar-Examen, das ist die Voraussetzung, um als Rechtsanwalt arbeiten zu dürfen vor Gericht und so weiter. Das sind teilweise erstaunlich gute Ergebnisse. Die Prozentzahlen sind immer im Vergleich zu den menschlichen Kandidaten in diesen Testen. Also auf manchen Tests ist es schon unter den besten 10-20% der Menschen. Und man sieht auch, dass GPT-4 hier bei vielen Tests nochmal enorme Verbesserungen erreicht hat. Das ist auch kein Wunder, dass sich das so verbessert hat. Hier links sehen Sie das Bar-Exam. Das war bei GPT 3.5, also das, was wir als ChatGPT öffentlich gekriegt haben, noch sehr schlecht, bei 10%, also unter den schlechtesten 10% der Kandidaten, weit davon entfernt es zu bestehen. Ein Jahr später erreicht es plötzlich 90%, gehört also den 10% besten. Warum? OpenAI hat das als Werbeelement entdeckt, um zu beweisen, dass es intelligent ist. Und dann haben sie einfach viel Geld reingesteckt, das auf den typischen Fragen dieses Bar-Exam zu trainieren, damit es genau dieses Exam nachher besteht. Und so sind viele von den Sachen, die ChatGPT kann, sind durch so hochspezialisiertes Training entstanden. Das sollte jetzt rosa sein, was ich gerade behauptet. Das sind natürlich jetzt Behauptungen, die niemand nachweisen kann, der nicht bei ChatGPT arbeitet. Gut, wenn wir also die Frage nochmal ernster stellen wollen, dann muss man sich erst überlegen, wie kann man eigentlich testen, ob irgendwas intelligent ist, ob jetzt ein Lebewesen oder eine Maschine intelligent ist. Auch da gibt es wieder eine Antwort aus den 1950er Jahren, nämlich den Turing-Test, den Alan Turing 1950 vorgeschlagen hat. Das ist im Prinzip ein empirischer Test. Man lässt einen menschlichen Judge, einen menschlichen Prüfer mit verschiedenen Gesprächspartnern sprechen. Damals hat man gesagt, das machen wir per Terminal, damit man jetzt nicht auch eine Sprachausgabe und so eine Spracheingabe lösen muss. Heutzutage können die künstlichen Intelligenzen teilweise auch schon sehr überzeugend sprechen, Sprachsynthese machen. Und wenn der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem anderen Menschen spricht oder mit einer künstlichen Intelligenz, dann muss die künstliche Intelligenz wirklich intelligent sein. Dann hat die Maschine ein menschenähnliches Intelligenzniveau erreicht, denn unser einziger Maßstab für Intelligenz ist natürlich die eigene menschliche Intelligenz. So, den Test will ich nachher noch machen. Ich hoffe, dass wir noch genug Zeit haben. Man kann natürlich jetzt versuchen, diesen Test, eigentlich machen wir das die ganze Zeit mit ChatGPT, indem wir halt Fragen stellen.
Und eine Fragesorte, die da sehr schön funktioniert, sind mathematische Fragen. Also wenn man zum Beispiel nach Primzahlen fragt, das macht immer wieder Spaß, zum Beispiel, ob 99 eine Primzahl ist, die Antwort, die Sie sehen von ChatGPT, das war schon vor über einem Jahr, ist beeindruckend eigentlich. Also nicht nur gibt es die richtige Antwort, dass es keine Primzahl ist, sondern wie ChatGPT so ist. Es erklärt uns auch noch, warum das so ist, die Definition der Primzahl, auch was die Faktoren sind, nämlich dass es in 3 mal 33 zerlegt werden kann. Also eigentlich eine perfekte didaktische Antwort. Wenn man jetzt nach anderen Fragen, nach anderen Zahlen fragt, das war eine frühe Version von GPT-4, wo man also eigentlich, was eigentlich noch besser sein sollte, dann ist es nicht nur so, dass die Antwort falsch werden, also dass 9677 keine Primzahl sei, weil es durch 3 teilbar ist. Dass es durch 32.259 teilbar ist, ist ja sowieso absurd. Wenn man dann aber erstmal anfängt nachzufragen, dann verwickelt sich das System ganz schnell in Widersprüche. Also was es gibt denn das durch 3? Rechnet es sogar richtig aus. Das geht aber nicht auf, weil es eben nicht durch 3 teilbar ist. Und wenn man dann nochmal nachfragt, wo jetzt, so würde man ja einem Studenten erklären, warum man einen Fehler gemacht hat, dass man erwarten würde, ein Mensch jetzt selbst erkennen, dass es dann wohl keine Primzahl sein kann oder zumindest nicht durch 3 teilbar ist. Aber das beeindruckt dieses Modell überhaupt nicht. Und genau an der Stelle sieht man eigentlich, dass so ein ChatGPT keine menschenähnliche Art von Intelligenz besitzt. Denn sonst müsste das System ja, sonst müsste die KI ja hier erkennen, dass es sich widerspricht. Das Ganze ändert sich natürlich dummerweise von Woche zu Woche, da die Modelle stets aktualisiert werden. Das heißt, man kann sowas fast gar nicht wissenschaftlich wirklich untersuchen, weil die Ergebnisse sofort wieder veraltet sind. Zum Beispiel habe ich dann Anfang dieses Jahres probiert, ist 99.991 eine Primzahl. Das ist die größte, die auf Wikipedia aufgelistet ist. Hatte dann leider korrekt gemacht. Dann wollte ich einfach mal die nächst kleinere Primzahl probieren, um wieder so einen Fall wie den vorigen zu finden. Da ist mir jetzt aber ein Fehler unterlaufen. Ich habe aus Versehen mit Copy-and-Paste-Fehler nochmal exakt dieselbe Frage eingegeben. Was dazu führt, dass ChatGPT ganz betrübt war, sich enorm entschuldigt hat, dass es offenbar eine falsche Antwort gegeben hat, weil ich die Frage nochmal stelle und sich dann korrigiert hat und einfach 2 Teile erfunden hat. Und auch das, glaube ich, zieht die echte Intelligenz von oder zeigt recht deutlich, dass da keine echte Intelligenz und vor allem kein Verständnis dafür, welche Frage hier einfach eigentlich beantwortet wurde, vorliegt, obwohl die Antworten so überzeugend klingen. So, jetzt komme ich zu meiner eigenen persönlichen Überzeugung, was ChatGPT eigentlich ist. Ich glaube, es lässt sich am besten als ein sogenannter Chinese Room beschreiben. Für die von Ihnen, die noch nicht vom Chinese Room gehört haben, das ist ein sehr berühmtes Gedankenexperiment vom Philosophen John Searle, der damit den Turing-Test und vor allem die KI-Systeme der 80er Jahre, der 70er und 80er Jahre kritisieren wollte. Und zwar ist das folgende, damals wurde nämlich auch schon behauptet, wir haben jetzt Systeme, die Dialoge mit Menschen führen können und das ist der Anfang der echten künstlichen Intelligenz. Die Idee hinter dem Turing-Test, hinter dem Chinese Room, ist, er sagt, John Searle hat dann gesagt, er kann selbst kein Chinesisch, aber stellen Sie sich vor, er würde jetzt in den Raum eingesperrt, da sind ganz viele Zettel drin, wo immer draufsteht, was Chinesisch ist und die Antwort, die man dann geben soll. Und jetzt reicht ihm jemand einen Zettel mit chinesischen Schriftzahlen in den Raum. Er sucht sich aus seinem Zettelkasten was Passendes und schreibt die Antwort auf und reicht ihn wieder zurück. Und wenn der Zettelkasten groß genug ist und für jede Frage, jedes Eingabe, die da kommt, eine passende Antwort dabei ist, dann könnte ein Mensch draußen denken, ein Chinese draußen denken, er kann Chinesisch sprechen, aber in Wirklichkeit versteht er ja, weiß er ja, dass er kein Chinesisch versteht, sondern nur Regeln befolgt. Und das war eigentlich auch sehr treffend, diese Beschreibung für die damaligen KI-Systeme. Also auf die hat es zugetroffen, das waren relativ kleine, regelbasierte Systeme. Trotzdem gab es vernichtende Kritik, vernichtende Reaktionen drauf von der ganzen KI-Community. Wenn man jetzt aber sieht, was ChatGPT macht, dann glaube ich, das ist genau der Chinese Room, aber nicht der Chinese Room von damals, der nur ein paar hundert Zettel haben konnte, weil ein Mensch nicht damit zurechtkäme. GPT kann mit seinen 1,7 Billionen Parametern natürlich, im Prinzip hat er Milliarden, Billionen von Zetteln, tausende Milliarden von Zetteln zur Verfügung
und hat auch noch die Möglichkeit, in Sekundenschnelle die passenden Zettel zu verfügen. Und noch besser, er kann verschiedene Zettel, die nicht ganz passen, sich raussuchen und die Antworten miteinander verschmelzen. Und das ist das, was uns diese enorme Leistungsfähigkeit ergibt. Also es ist doch irgendwie so ein Papagei, der vieles, was er irgendwo im Internet gelesen hat, nachahmt. Belegen kann ich meine These hier natürlich überhaupt nicht, aber vielleicht doch ein bisschen plausibel machen. Also eine der Aufgabenstellungen, Sachen, die immer wieder beeindrucken, ist, wie gut ChatGPT programmieren kann. Ich habe da mal die Frage gestellt, how can I train a bag of words classifier in Python? Bag of words classifier, das ist, was meine Studierenden im BA Computerlinguistik am Ende des zweiten Semesters machen können sollten. ChatGPT kann das auch beeindruckend auch. Es schreibt korrekten Python-Code dafür. Es erklärt sogar die einzelnen Schritte schön aus Aufzählung, sagt immer, was es macht, zeigt dann den Code. Also auch wieder perfekt. Ist das jetzt Intelligenz, also Programmierkenntnisse, oder ist das ein Chinese Room? Wenn Sie genau dieselbe Frage bei Google stellen, dann findet Google Ihnen 20 Millionen Webseiten, die ein Tutorial darüber haben, wie man so ein Bag of Words Classifier in Python trainiert. Und es ist kein Wunder, wenn ChatGPT 20 Millionen solcher Tutorials gelesen hat, dass es daraus dann eine gute Antwort zusammenstückeln kann. So, und wenn ich jetzt noch 5 Minuten haben darf, dann gehe ich noch auf mein letztes Thema ein, das mir gerade so am Herzen liegt, da ich aus dem Department, darf ich noch? Ja, Sie dürfen natürlich. Da ich ja aus dem Department Germanistik komme, interessiert mich natürlich besonders die Textproduktion. Und da habe ich jetzt den Turing-Test mal, wollen wir mal den Turing-Test durchspielen. Ich habe hier 2 Texte, die, bei denen es um die Zweitstimme im deutschen Wahlrecht geht. Und jetzt wäre zu entscheiden, welcher dieser beiden Texte von der KI stammt, der linke oder der rechte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein... Ah ja, super. Ich warte noch ein bisschen, während die Antworten reinkommen. So, soweit ich das verfolgen kann, so gut 2/3 der Leute entscheiden sich für den linken Text von der KI, 1/3 für den rechten. Und sie haben auch völlig recht. Der linke Text ist mit ChatGPT erstellt, der rechte Text ist der Anfang des Wikipedia-Artikels zur Zweitstimme. Und die Information, die drinsteht, ist in beiden Fällen korrekt und auch einigermaßen vollständig, aber trotzdem erkennen wir doch oder kennen viele von uns, dass der linke Text hier irgendwie eher von einer KI zu stammen scheint. Für mich liegt der Unterschied vor allem darin, dass der Text langatmig und repetitiv ist. Also, und außerdem keinen richtigen roten Faden hat. Also alles das, was einen richtig guten Text ausmacht, hat dieser Text nicht. Er ist eloquent, er ist meistens recht lang, wortreich, er bringt viel Information. Aber ihm fehlt irgendwie das, zum auf den Punkt zu bringen. Das Ganze hat natürlich auch noch damit zu tun, wie man promptet. Das will ich jetzt aus Zeitgründen überspringen. Aber das ist so der Schluss. Das stellt uns natürlich jetzt als Dozierende, vor allem in der Germanistik, vor das Problem, dass wir Studierenden erklären sollen, warum sie eigentlich noch gute Textproduktion lernen sollen. Warum soll ich lernen, gute Texte zu schreiben? Soll ich nicht lieber einen Bachelor in Prompt Engineering machen und dann alle meine Texte von GPT schreiben lassen? Die Forschungsfrage, die dahinter steckt, die sich da stellt, ist, was macht denn eigentlich den guten Text aus? Es ist nämlich schwer zu erklären, was an den Texten schlecht ist, wenn wir nicht genau definieren können. Also wir könnten, wahrscheinlich würden relativ einstimmig eine schlechtere Schulnote für den KI-Text vergeben, als für einen guten Menschen geschriebenen Text. Aber wie können wir das eigentlich wirklich erfassen? Und das ist was, womit wir uns gerade so in der Forschung auch beschäftigen. Da gibt es das... Rudolf Kammer hat von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre ein Freiraumprojekt eingeworben, Prompt Higher Learning, wo wir gerade gemeinsam und Nutzungskonzepte für KI-basierte Writing-Tools in der Hochschullehre entwickeln wollen. Auf der Seite des Departments Germanistik, wir bringen da einerseits die technischen Grundlagen, so wie ich es gerade ein bisschen erklärt habe, aber eben auch eine kritische Evaluation und Bewertung der generierten Texte mit und wollen hier Kriterien entwickeln. Das ist leider ziemlich schwierig. Es gibt da einige Forschung dazu, die Schreibprozessforschung, die Kriterien für Textqualität liefern kann.
Aber diese Kriterien wirklich zählbar umzusetzen und messbar umzusetzen, ist extrem schwierig. Das ist sozusagen der Forschungsherausforderung. Momentan haben wir uns an Wörterbuchartikeln versucht. Die sind einfacher, weil es dazu auch schon, erstens mal, weil es strukturiertere Texte sind und weil es dafür auch Kriterienkataloge aus der Lexikologie gibt. Wir haben gerade ein Paper eingereicht zum Euralex-Kongress, wo wir sowas angewandt haben. Wir haben also einen Wörterbuchartikel für das Wort Maus von verschiedenen Studierenden erstellen lassen, entweder mit KI-Unterstützung oder ohne KI-Unterstützung, und haben es dann verglichen mit einem rein KI-generierten Artikel, wo ein Experte einen guten Prompt formuliert hat, und mit Artikeln aus Duden, aus dem Online-Fassung von Duden als Referenzmaßstab. Und das Wichtige ist, dass wir hier nicht nur Gesamtbewertungen kriegen, also grün rechts der KI-Artikel, der hat tatsächlich die beste Bewertung, weil er alle Aspekte, die wir uns wünschen, abgedeckt hat, während die roten, die meisten von den Studierenden erstellten Artikel, also nicht mal die Mindestanforderungen erfüllt haben. Wichtiger ist aber, dass wir hier, und das ist ganz wichtig für solche Textqualitätbewertungen, dass wir nicht nur die Gesamtbewertung sehen, sondern auch die Aufteilung in verschiedenen Kriterien. Und das musste sehen, in welchen Bereichen KI oder Studierende schlecht und gut sind und damit auch in Zukunft gezielt verbessern können. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und vielleicht haben wir irgendwann dann noch Zeit, ein bisschen zu diskutieren. Ja, erstmal Applaus, Applaus. Vielen Dank, Frau Ebert, für diesen so informativen Vortrag. Also ganz toll dargestellt, finde ich. Es gab jetzt zwischendurch im Moment keine Fragen. Ich denke, auch das zeigt auch die Qualität des Vortrags, dass man das so gut verstanden hat. Wir sammeln die Fragen aber auch noch, und es gibt natürlich auch im Anschluss in der Stud-On-Gruppe die Möglichkeit, falls heute die Zeit am Ende nicht ausreicht, dann die Fragen nochmal zu sammeln. Und die würden wir dann natürlich auch weiterleiten. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Ich kann auch gerne im Chat noch auf Fragen reagieren jetzt. Das ist super. Da danke ich Ihnen sehr. Prima. Gut, dann freue ich mich, unseren nächsten Vortragenden an den Floor zu bitten, und zwar den Herrn Dr. Florian Hoffmann. Der wird jetzt einen Impulsvortrag halten zu KI-gestützten Feedback-Formaten. Hallo, Herr Hoffmann, ich übergebe gleich an Sie. Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ich hoffe, jeder kann mich hören und meine Folien sind ersichtbar. Perfekt, alles. Erste Hürde schon mal genommen. Danke für die Rückmeldung. Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, auch einen Impuls beizutragen zur anschließenden Diskussion. Ich wurde gebeten, bei uns über den KI-Einsatz am Lehrstuhl im Rahmen eines normalen Moduls im Lehramt kurz zu berichten. Das sehen Sie schon auf dieser Deckfolie. Die Implementation, die geschah im Rahmen des BMBF-Projektes PetraKIP, zu dem ich jetzt eigentlich, genau wie zu den Forschungsfragen, relativ wenig sagen werde. Wenn Sie da Fragen, Interesse haben, gerne. Aber mein Fokus geht jetzt vor allem darauf, so ein bisschen die Erfahrung. Was haben wir gemacht? Was ist passiert? Welche Reaktionen haben sich entsprechend gezeigt? Und ich kann vielleicht auch die Frage für Sie selber nochmal mit aufstellen, die Frau Ebert ja schon in den Raum gestellt hat, wie intelligent ChatGPT tatsächlich ist. Kann ich vielleicht einen Beitrag leisten, weil wir es natürlich auch ausprobiert haben. Wenn Sie Fragen zu entsprechenden Ergebnissen haben, was da auch tatsächlich vielleicht forschungsmethodisch herausgekommen ist, dann gerne. Aber ich werde erstmal so ein bisschen die Operationalisierung des Treatments zeigen, weil die entsprechend ja den KI-Einsatz in der Lehre dokumentieren. So, dann. Genau. Die Idee, die dahinter steckte bei uns, war, dass in der Lehrerin- und Lehrerbildung prinzipiell dieses Reflektieren als ganz großer Bestandteil von Kompetenzgewinn im Rahmen der Lehrerbildung angesehen wird. Und da gibt es auch viele verschiedene Verfahren und so das Portfoliosystem, das Sie alle kennen, in all seinen Variationen, das spielt da eine ganz große Rolle. Und da gibt es auch entsprechend auch schon digitale Formate, die versucht haben, das zu strukturieren, einfacher zu gestalten, attraktiver zu gestalten. Und ein relativ bekanntes solches Format ist dieses Metafolio. Und das wird vor allem in der Schweiz eingesetzt, ein so kleiner Exkurs. Die sind da etwas
relaxter, was den Umgang mit persönlichen Daten angeht, als bei uns. Und die dürfen also da tatsächlich in Lehrveranstaltungen, Praktika, Unterrichtssituationen, Situationen in Lehr-Lernveranstaltungen aufnehmen und entsprechend dann in diesem Portfolio mit Studierenden, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern austauschen und sich darüber entsprechend Gedanken machen. Innerhalb dieses E-Portfolios, innerhalb dieser App, gibt es auch gewisse Prompts, die einem helfen, solche Reflexionsprozesse entsprechend zu gestalten. Und sie können sich auch Rückmeldungen zu ihren Überlegungen einfordern. Die werden dort aber in der Regel von irgendwelchen Peers gemacht oder von irgendwelchen Experten. Also sind Menschen, die dahinter stehen und reagieren. Einzige kleine Einschränkung ist, auch dieses System konnte schon, hat mit KI natürlich noch nichts zu tun, aber anhand der Maske erfassen, wie viel da jemand geschrieben hat, ob das jetzt eher kurz, lang ist. Und auch so ein paar Textbausteine wurden erkannt. Also hat jemand in der Metaperspektive mit Ich geschrieben oder sonstige Dinge. Und das war's aber. So, und an der Stelle hat dieses System aufgehört. Und es wurde auch entsprechend nicht mehr technisch weiter verfeinert, weil das eben in so einem Umlauf war, der für das, was die gebraucht haben, tatsächlich vollkommen genügt hat. Ja, und da hat es jetzt im Prinzip bei uns angefangen, dass wir darüber nachgedacht haben, ja, also wir wollen ja auch entsprechend versuchen, Studierende so eine professionsbezogene Reflexionskompetenz beizubringen. Und jeder, der sich irgendwie damit mal beschäftigt hat, der hat festgestellt, also das ist sehr schwierig, schon allein zu definieren, was jemand können muss, damit er entsprechend gut reflektiert, und dass es auch gar nicht so leicht ist, trotz Anleitungen sowas zu schreiben. Und dass das also tatsächlich zwar jeder fordert, aber so ganz, ganz genau man nicht weiß, wie man das fördern kann. Und dass eben Rückmeldungen wohl ein ganz entscheidender Beitrag sind, um das zu generieren. Und genau an der Stelle hat jetzt dieses Projekt, in dem das implementiert war, angeknüpft, dass wir also versucht haben zu überlegen, okay, also wir brauchen Rückmeldungen zu diesen Reflexionen und wir brauchen vielleicht auch Hilfestellungen zu diesen Reflexionen. Und wir wollen aber einen Schritt weitergehen als in diesem Metafolio-Konzept. Das sehen Sie auch gleich auf der nächsten Folie. Sondern die Idee war eben, dass also keine Menschen diese Rückmeldungen permanent geben zu diesen Reflexionen und dass auch ein mögliches Prompt-System, das also den Studierenden Hilfestellungen offeriert, nicht von irgendjemandem betreut wird oder durch irgendwelche Standard-Prompts beantwortet wird, sondern tatsächlich also hier flexibel auf individuelle Lernsituationen reagiert. Und das hatte zur Konsequenz, dass also in diesem ersten Versuchsstadium wir diese schriftlichen Reflexionen in so einem E-Portfolio eingebaut haben. Das zeige ich Ihnen auch gleich, wie das funktioniert hat. Und entsprechend dann am Ende die Studierenden zu ihren Reflexionen, das sind, haben sie mehrmals anfertigen müssen, Rückmeldungen bekommen. Und nachdem es eben ja ein experimenteller Ansatz war, spielt aber jetzt hier, glaube ich, nicht die ganz große Rolle, eher wenn es dann um die Erfahrungswerte geht, haben wir natürlich ein bisschen schauen wollen, ja, wie sind denn jetzt die Unterschiede der Effekte bei menschlichem Feedback, bei KI-Feedback, wie sieht es bei der Akzeptanz aus, bei der Wirkung, bei der Einschätzung der Studierenden. Wir haben also sowas auch quasi hinterfragt, was Frau Ewert vorhin mit ihrem Übungen gemacht hat, dass man entscheiden konnte, ja, was meinst du denn jetzt, welche Rückmeldung hast du denn bekommen? Und so ähnlich haben wir also diesen Ansatz auch gewählt. Wir haben am Anfang in unserem ersten Ansatz tatsächlich noch zwei verschiedene KI-Systeme verglichen miteinander. Wir haben selber im Rahmen dieses Projektes ein System genutzt und konzipiert, dieses Papagei. Da war der ganz große Vorteil, dass das entsprechend natürlich nur gefüttert war mit entsprechenden Informationen, die für so eine professionsbezogene Reflexion notwendig sind. Und dann hat uns die Technik 1:1 überrannt. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass was wir uns in 2,5 Jahren erarbeitet haben, ChatGPT, und da war es noch die Version 3.5, eigentlich schon nahezu das Gleiche konnte, was wir in 2,5 Jahren mühsam erarbeitet haben. Und dementsprechend haben wir also jetzt ähnlich den Ansatz nochmal gedreht. Man hat gesagt, na gut, dann versuchen wir doch mal das Gleiche nochmal umzusetzen. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn man es beispielsweise mit ChatGPT 4 versucht? Ja, und diese Überlegung, die zeige ich Ihnen jetzt, wie das also aussah. Bei uns haben also die Studierenden, es geht ja jetzt darum, wie ist es implementiert in die Lehr-Lern-Veranstaltungen,
Wir haben also zwei Basisveranstaltungen, die jeder Lehramtsstudent besuchen muss. Also eine Vorlesung und ein Seminar. Gibt es auch noch ein freiwilliges Tutorium dazu, bei dem man Fragen stellen kann. Und jetzt kommt also der KI-Einsatz. Sie, Studierenden, dürfen ein E-Portfolio erstellen. Da sind also mehrere Teile drin, kann ich Ihnen auch kurz ein bisschen zeigen. Vor allem aber müssen die Studierenden eben mehrmals reflektieren und sie sollen auch entsprechend auf diese Rückmeldung, die sie bekommen, nochmal eine Reaktion zeigen, wie sie denn jetzt damit umgehen, was sie für eine Rückmeldung zu ihrer Reflexion bekommen haben. Also sie müssen zweimal mindestens zu einer Unterrichtssituation eine solche Reflexion anfertigen und diese Rückmeldungen werden eben zu einem Teil von der KI übernommen. Das sieht also in der Umsetzung so aus. Das kann ich ganz schnell mal mit 2, 3 Folien zeigen. Wir haben also auf StudOn ganz normal so ein E-Portfolio implementiert. Und die Studierenden haben dann also eine Aufgabenstellung. Das sieht also so aus, dass die am Anfang erklärt bekommen, überhaupt nochmal, was ist denn eine Reflexion? Warum mache ich das? Aus welchem Grund steht es überhaupt an? Die haben dann als Aufgabenstellung eigentlich so ein Fallbeispiel, so eine Unterrichtssituation und sollen dann eben entsprechend anhand dieser Unterrichtssituation, dieses Fallbeispiels, sollen sie mit den Erläuterungen, was der Arbeitsauftrag eigentlich beinhaltet, was eine Reflexion ist, so einen Musterschreibplan, wie man sowas anfertigen kann, auch eine Definition, was es überhaupt ist, und ein paar Kriterien anfangen zu reflektieren. Das ist durchaus sinnvoll. Das haben wir in den ersten Durchläufen gemerkt. Also die wenigsten Studierenden bei uns, die im ersten oder zweiten Semester sind, haben jemals irgendwann mal eine sinnvollere Reflexion verfasst. Und von daher ist es also notwendig gewesen, da noch ein bisschen vorzubauen. Ja, und dann sehen Sie Ihr Fallbeispiel an. Und jetzt wird es quasi interessant. Jetzt kommt die KI ins Spiel. Wir haben uns also für so ein Unterrichtsbeispiel Literatur und Theorie gestützt, einige zentrale Merkmale, / Kriterien einer guten, professionsbezogenen Reflexion herausgesucht und zu diesen Kriterien, 8 Stück, wie Sie hier an der Folie sehen, ausgewählt, erhalten jetzt eben die Studierenden abwechselnd eine Rückmeldung, entweder durch Dozierende oder durch die KI, in dem Fall, was Sie gleich sehen, das Beispiel ChatGPT-4. Ja, damit Sie mal einen Eindruck haben, also das ist jetzt so der Anfang beispielsweise einer solchen Rückmeldung, die die Studierenden dann bekommen, die jetzt also in dem Fall hier KI-gestützt entstanden ist. Das, was Sie in eckigen Klammern sehen können, ist nur das, was ich eingefügt habe, damit Sie also sehen, dass also ChatGPT die Struktur aufgenommen hat, die wir logischerweise davor implementiert haben. So, und jetzt war ja die Frage so ein bisschen, Erfahrungswerte, was kam denn raus, was ist denn entstanden? Also ich darf an der Stelle schon, obwohl ich noch ein paar Folien habe, die das vielleicht auch untermauern können, gleich sagen, also unsere Einschätzungen, die decken sich sehr natürlich mit der, die Frau Ewert auch schon vorhin angeführt haben. Also wir waren sehr positiv überrascht, wie eloquent und wie stilistisch auf den ersten Blick zumindest durchaus ansprechend ChatGPT hier geantwortet hat. Wir haben vorher eher vermutet, also ich habe auch mal Germanistik studiert vorher, dass ich das deutlich besser kann als Dozent und das sehr viel schöner schreiben kann. Und das war also nicht der Fall. Wir haben aber auch das Gefühl gehabt, dass die Aussagen erstmal etwas schwammiger waren, etwas weniger konkret waren und man manchmal mehrere Zeilen lang suchen musste, bis man tatsächlich die harten Fakten gefunden haben, die jetzt wirklich eine harte Aussage entsprechend auch verdeutlichen. Auch da, ne, ich gehe jetzt aufs Prompting davor nicht weiter ein, aber das war so unsere Erfahrung. Und wir haben vor allem eine ganz große Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse nicht stabil waren. Das heißt, wir haben also dann die gleichen Reflexionen mehrfach hintereinander in das System eingegeben und es kam nicht jeweils immer die gleiche Rückmeldung wieder raus. Das ist natürlich durchaus interessant und auch manchmal als Problem zu werten, weil man natürlich nicht einschätzen kann, welche Ergebnisse tatsächlich rauskommen. Was aber vielleicht interessant ist, auch wenn ich nicht auf die Forschungsfragen eingehen möchte,
Also wir haben keine Effekte beim Unterschied feststellen können zwischen den Akteuren, also zwischen den Menschen und der KI, was die Erfolgswahrscheinlichkeit beim nächsten Mal eine bessere Reflexion zu schreiben tatsächlich verändert. Und das, obwohl wir in unseren ersten Versuchen, das hat mit ChatGPT 3.5 und mit unserer Papagei-App nur bedingt funktioniert, entsprechend kaum so Feed-Forward-Gedanken haben, also Überlegungen in die Richtung, was müsste ich denn tun, damit ich beim nächsten Mal besser bin? Und da haben wir vermutet gehabt, dass wir besser zwischen den Zeilen lesen können, als entsprechend möglicherweise die KI. Und ich sage an der Stelle, ich glaube auch immer noch, dass das so ist. Ich habe jetzt leider keine verschiedenfarbigen Überschriften wie Frau Ebert vorhin, aber ich sage jetzt dazu, das ist meine persönliche Einschätzung, da ich im Bereich Feedback-Forschung forsche. Ich vermute, dass das natürlich sehr stark mit der Nutzung des jeweiligen Feedbacks zusammenhängt und es natürlich immer die Frage ist, wie intensiv und wie genau jemand tatsächlich diese Rückmeldungen liest. Das heißt, ist er überhaupt gewillt, möglicherweise solche Anmerkungen, die ganz feinschrittig und detailliert eben genau möglicherweise diese Informationen zwischen den Zeilen auch tatsächlich dann zu berücksichtigen, wenn er das nächste Mal seine Reflexion verfasst. Da kommen ja auch noch weitere Komponenten dazu, Anstrengungsbereitschaft, Motivation und so weiter. Aber es war zumindest das Ergebnis erstmal, dass also zumindest die Art und Weise, wie rückgemeldet wird, keine Effekte auf diese Reflexionskompetenz besitzen. Und, das ist vielleicht auch positiv, diese Gruppe hatte trotzdem bessere Ergebnisse als die in der Kontrollgruppe, die überhaupt keine derartigen Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben in dem Fall leider keine gleich großen Gruppen, weil wir natürlich freiwillig diese Gruppenzuteilung machen mussten. Will jemand tatsächlich eine Rückmeldung, will jemand keine Rückmeldung an der Stelle haben? Aber das vielleicht so als Überlegung dazu. Was haben wir gemacht und was haben wir jetzt in dem Zusammenhang noch vor mit den Erkenntnissen, die wir gerade haben? Sie sehen gerade unten im roten Kasten, wir haben uns also jetzt mit den Effekten von Feedback untersucht und haben also festgestellt, dass Feedback durchaus Effekte auf diese Reflexionsqualität besitzt, es aber wohl im Augenblick nicht so entscheidend bei unserer Herangehensweise war, ob dieses Feedback von ChatGPT kam oder ob dieses Feedback tatsächlich von uns als Dozierende kam, aber mit eben der Limitation, dass wenn man sich mal theoretische Modelle dazu anschaut, natürlich sehr viel mehr Faktoren eine Rolle spielen als nur diese Rückmeldung, um Reflexionskompetenz aufzubauen bzw. zu verbessern. Wir haben demnach jetzt im zweiten Schritt vor, auch an diesem Prompting-System anzusetzen. Wir haben also bisher Prompts gehabt, die standardmäßig von den Studierenden, ähnlich wie bei dem Metafolio-Konzept, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, anklicken konnte. Also die haben quasi so hierarchisch, ähnlich wie bei einer Taxonomie angesetzt, verschiedene Hilfestellungen anwählen können, wenn sie das wollten. Und haben die eben genutzt oder nicht genutzt. Und unsere Idee an der Stelle ist jetzt eben gewesen, dass wir sagen, okay, dieses System, das wir entsprechend als nächstes generieren möchten, das wird jetzt also nicht mehr darauf aufbauen, dass jemand selber entsprechend einen Standard-Prompt anklicken muss, sondern die Idee ist eben, dass der Prompt tatsächlich von selber aufklickt und man entsprechend auch einen individuellen Hinweis bekommt auf die Problematik, die man gerade hier entsprechend versucht umzusetzen bei so einer Reflexion. Und die Frage wird natürlich sein, ist es also auch bisher relativ empirisch gesichert, dass Prompts einen Lehr-Lern-Prozess stützen können. Die erste Frage wäre natürlich, ob Prompts prinzipiell auch bei Reflexionen helfen. Und die zweite Frage in diesem Kontext wäre dann entsprechend eben, ob das auch hier mit einem KI-gestützten System ähnlich funktioniert wie das, was möglicherweise ein Dozent machen könnte in einem persönlichen Kontakt. Das war der kurze Ausblick oder Einblick meinerseits in unseren KI-Einsatz bei uns in der Modullehre. Ja, vielen Dank auch hier. Applaus, Applaus, Herr Hoffmann, für diesen jetzt Einblick in die Praxis. Darum hatte ich Sie auch gebeten. Das ist toll. Sie haben es ja schon gesagt, falls Fragen zur Forschung bestehen, das sind Sie natürlich und das ganze Team und Frau Gläser-Zerkuta auch jederzeit ansprechbar. Auch jetzt würde ich darum bitten, die Fragen vielleicht dann in den Textchat zu stellen und wir sammeln die dann oder vielleicht können Sie, Herr Hoffmann, ich bin jetzt mal zu frech und frage Sie, auch dann im Textchat noch Fragen beantworten, die kommen. Das ist super.
Vielen herzlichen Dank, weil dann würde ich nämlich schon in unserem doch sehr eng gesteckten Programm weitergehen und unsere nächste Vortragende begrüßen, nämlich die Frau Wölfel, die aus der REWI zu uns kommt und jetzt zu dem Thema referiert, KI-Awareness, verantwortungsbewussten Umgang mit KI-basierten Technologien. Da freue ich mich sehr drauf. Frau Wölfel, ich gebe an Sie ab. Vielen Dank, Frau Wunder. Dann lege ich gleich mal los. Genau, ich darf Sie einfach mal ein bisschen mitnehmen in Richtung KI-Awareness und wie kann ich denn verantwortungsbewusst mit dem ganzen neuen Zeug umgehen. Dass es ein ganz relevantes Thema ist, zeigt sich schon, wenn man ein bisschen ins Handelsblatt schaut, aber auch die Wirtschaftswoche bringt da immer wieder Neues. Auch wird dann wieder bei der Deutschen Welle erwähnt, die dunkle Seite der KI-Revolution. Also man findet da verschiedenste Fakten. Auch Zeit Online meinte jemand, wenn ein Mensch mit KI-Skills entsprechend ausgestattet ist, dann ist es relativ leicht, viel zu verdienen. Auch Wirtschaftswoche wird erwähnt. Ja, es ist einfach eine Schlüsselrolle momentan unterwegs, aber gleichzeitig findet man auch hier ganz klar, so gefährlich kann es sein, wenn Mitarbeiter ChatGPT unkontrolliert nutzen. Und genau das ist das, was ich jetzt gern mit Ihnen mache. Und in diesem Problem, weil es ist ja in der Linie, erster Linie so, es ist viel Neues, viel Unbekanntes. Hat sich alles sehr schnell weiterentwickelt und hat die Folge, dass wir uns manchmal gefühlt wie in einen Dschungel fühlen und eigentlich nicht mehr wissen, vor lauter Dschungelwald, wo ist denn links und rechts und wo komme ich irgendwie zurecht und ja, welche Infos brauche ich denn eigentlich? Deswegen ist es einfach sehr schwer, insgesamt einen Überblick zu behalten über die aktuellen KI-basierten Tools. Aber wenn man dann hat und man bleibt nicht dran, dann ist es irgendwann kaum mehr möglich, überhaupt einen Überblick langfristig zu gewinnen, weil es einfach täglich immer mehr werden. Genau, was verstehe ich unter KI-Definition oder was verstehe ich unter KI-Awareness? Ja, KI-Awareness ist ein Teilbereich und zu dem Bereich gehört eben die KI-Kompetenzen, auch genannt, der Teilbereich sind die digitalen Kompetenzen. KI-Awareness bedeutet, unter KI-Awareness verstehen wir, dass Personen die eingesetzten KI-Systeme und deren Leistungsprinzip informiert sind, also dass sie das verstehen an sich und dass dem bewusst sind, dass sie das Wissen haben, also und dieses Wissen eben bewusst einsetzen können. Und gleichzeitig sollen sie aber auch sensibilisiert sein, wie eben diese Daten im KI-Systemen verarbeitet werden und gleichzeitig aber auch Bewusstsein dafür haben, dass gleichzeitig auch diese Systeme personenbezogene Daten einsehen können oder eben auch verarbeiten können. KI-Awareness ist grundsätzlich eben eine Basiskompetenz und das Fundament bildet sich eben aus mehreren Teilen. Klar, das allgemeine Fachwissen, je nachdem, in welchem Bereich wir unterwegs sind, braucht man unterschiedliches Fachwissen. Man braucht immer ein bisschen Grundlagen zu KI. Wir brauchen aber grundsätzlich auch digitale Kompetenzen, weil sonst funktioniert gar nichts. Und darauf aufbauend ist eben KI-Awareness ein fundamentaler Faktor, der eben auf diesen drei Bereichen mehr oder weniger aufsetzt. Dazu, und das ist relativ wichtig, ist es aber auch so, dass KI-Awareness irgendwie auch KI-Reflexionskompetenz beinhaltet, aber nur die Grundlagen davon, denn KI-Reflexion an sich, sehr breit gefächert, ist wieder wie viele anderen Kompetenzen darauf aufbauend und auch da ist es so, dass es halt in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass verschiedene Sachen
vielfach reflektiert werden müssen oder eben bewusst eingesetzt werden sollten. Ja, die Herausforderungen und die Relevanz, also KI-Awareness ist relevant, um die Herausforderungen, die durch die Veränderung entstehen, anzugehen. Als Herausforderung kann einfach einiges genannt werden. Ich spreche aber an der Stelle wirklich nur die wichtigsten Aspekte jetzt an, die eben im Zusammenhang mit KI-Awareness von Bedeutung sind. Also die Folge von mangelnder KI-Awareness ist beispielsweise die Entstehung von Ängsten und Unsicherheiten. Es können Gefahren nicht eingeschätzt werden. Teilweise entstehen auch Abhaltungen davon, also man benutzt es einfach eben nicht. Man möchte es nicht benutzen, weil man eben Angst davor hat. Gleichzeitig sind aber auch Gefahren, der Umgang, die Grenzen und die Funktionsweise sind bei mangelnder KI-Awareness nicht klar. Es kommt daraufhin eben zur Fehlnutzung, zur falschen Bedienung und teilweise wird es eben auch falsch sich antrainiert. Ist dann eben später wieder mehr problematisch, wenn, sagen wir Lernende dann möchten, dass die Studierenden das eben dann richtig benutzen. Genau. Es kommt aber auch teilweise dazu, dass es zu gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen, die werden eben teilweise undurchsichtig und verzerrt, besonders hier im Kontext mit Social Media. Insgesamt ist dann die Gesamtfolge davon eben eine ineffiziente Nutzung von KI. Ja, die Herausforderung insgesamt, man kann eigentlich sagen, der entsprechenden KI-Awareness kann KI verantwortungsbewusst in unsere Lebenswelt integriert werden. Dadurch ist es möglich, dass KI-basierte Systeme sicher und ethisch korrekt entwickelt werden und besonders auch eingesetzt werden. Es führt zudem zu einer effizienten Unterstützung im Arbeitsalltag. Dass dies aktuell in vielen Bereichen noch nicht rund läuft, zeigt beispielsweise, wenn man bei einfachen Prompts zu KI einfach erhält man grundsätzliche weibliche Figuren. Man sieht im Laufe der Zeit, wenn man jetzt immer wieder neu, wird schon ein bisschen, mit viel gut zuzwinkern, wird es ein bisschen diverser, aber in der Regel sind es immer noch weibliche Figuren. Ich hatte auch neulich Besuch 11. Klasse Wirtschaftsinformatik im Gymnasium. In der Klasse hatten wir viel darüber diskutiert, wie weiblich das eine KI. Der Lehrer ist felsenfest davon überzeugt, weil KI ist weiblich. Die Schüler haben dann schon eingesehen, es ist weder weiblich noch männlich, es ist eigentlich nichts. Also allein da sieht man, dass es gibt da große Diskussionen, es wird aber geprägt, mehr oder weniger, wenn ich in ein KI-Tool diesen Prompt reinschmeiße, erhalte ich eine weibliche KI in der Regel. Also so ist es momentan noch. Oder auch, wenn man jetzt beispielsweise einen Prompt zur digitalen Arbeitswelt, hier unten sind hauptsächlich männliche Personen zu sehen. Auch das ist halt noch nicht wirklich so divers und zeichnet sich auch noch nicht so ab, liegt aber einfach in den mehr oder weniger nicht diversen Trainingsdaten. Ja, KI-Awareness an sich gibt es ganz interessante Ansätze. Beispielsweise ist es, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, für richtig gute Forschungsfragen bedarf es einfach menschliche Intelligenz, das ist einfach so. Und KI-basierte Tools sind nicht in der Lage, eben zu beurteilen, ob jetzt Themen, die man ja als Idee hat, ob die praktisch oder in theoretischer Hinsicht einerseits interessant sind, aber auch wichtig und durchführbar. Gleichzeitig, wie auch schon erwähnt, ist es eben so, dass die KI-Tools auch abhängig sind von der Ausbildung, wie oft ist es trainiert und wie gut ist das Trainingsmaterial, wie groß ist der Trainingsdatensatz. Also man kann das auch gar nicht so klar sagen. Auch in den Hinblick, ein sehr aktuelles Beispiel aus dem privaten Bereich, mehr oder weniger, kann man fast sagen. Und zwar, klar ist auch IT oder KI im Allgemeinen Unterstützung im Arbeitsumfeld.
Beispielsweise gibt es eine klare Routenplanung von Paketdiensten, wie fahren die am effizienten, ist ja auch durchaus sinnvoll und hilfreich. Es ist aber nur sinnvoll und hilfreich, wenn das Ganze auch fehlerfrei ist. Nur dann ist es halt effizient und praktisch. Und was mache ich, wenn ein Fehler im System ist? Wir hatten dieses Beispiel neulich bei einem Paketdienstleiter, den ich jetzt nicht erwähne. Da war es so, wir hatten eine Retoure geschickt. Bei den Scans ist irgendwo an irgendeiner Stelle ein Fehler passiert. Diese Retoure kam dann an uns zurück. Ich habe dann mit dem Paketdienst hat den abgefangen einen Tag später und gefragt, was das denn soll. Er kann doch lesen, dass eigentlich wir der Absender sind und dieses Paket woanders sind soll. Dann hat er gemeint, ja, er hat das schon gelesen, aber er darf es nicht anders machen, als ihm das System das sagt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn der Mensch dem System vertrauen muss, obwohl er weiß, dass es falsch ist, dann läuft was falsch. Also weil die letzte Entscheidung sollte immer der Mensch haben. Deswegen ist es umso wichtiger, eben die einerseits eben das Bewusstsein zu haben und andererseits eben die Ergebnisse, die mir das System sagt, kritisch zu hinterfragen. Auch aus der Schule dachte ich mir mitgebracht. Ich bin beispielsweise auch in der 7. Klasse immer zur Sicherheit im Internet und auch Gymnasium. Und da hatte ich mal das Beispiel aufgebracht mit Snapchat und war sehr erstaunt über die Dinge, weil es hatten eigentlich alle Schülerinnen und Schüler das genutzt. Und es war sehr interessant, weil die Augen halt immer größer wurden. Was ist MyAI? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es suggeriert den Jugendlichen, dass sie mit Freunden chatten. Und je nachdem, welche Einstellung da eben hinterlegt ist, ist es eben so, damit alle Daten entsprechend gespeichert werden, und zwar langfristig, man hat gar keine Chance, das irgendwie zu löschen. Oder es wird halt dann nur kurzfristig gelöscht. Kommt drauf an, wie gesagt, ob das dann Privatmodus oder nicht Privatmodus ist. Wir haben festgestellt, dass viele von den Schülerinnen und Schülern das eben nicht auf Privatmodus hatten. Die hatten teilweise auch den Standort freigegeben. Also je nachdem, ob der Standort freigegeben ist, kommt dann auch unterschiedliche Ansprache. Und denen waren beispielsweise auch nicht bewusst, dass sie gewisse Sachen auch nicht dort in den Chat schreiben sollten. Deswegen ist mein Hinweis immer in den Klassen eben, dass man niemals eben vertrauliche und sensible Informationen rausgeben darf. Ich war teilweise auch erstaunt darüber, wie viele schon solche Daten dort eingegeben haben und wie unklar es eben ist, dass sie das nicht machen sollten. Erschrocken waren dann beispielsweise auch, dass es genutzt wird für Werbeanzeigen. Ich habe mich vorher immer gewundert, warum sie dann plötzlich irgendwelche Werbeanzeigen bekommen. Das war dann danach eben klar. Also auch da, geht eigentlich in der Jugend schon los, dass es ein sensibles Thema ist und da viel zu wenig noch KI-aware in der Gesellschaft ist. Genau, ich habe dann noch ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar ist auch da, klar, es wird immer besser. Es sind auch so Standardbilder, die ich beispielsweise jetzt auch in der 11. Klasse dabei hatte, wo die dann auch raten mussten, ist das jetzt KI generiert oder nicht. Wir hatten danach eben besprochen, also tatsächlich waren bei diesem Bild knapp 75% dafür, das ist nicht KI generiert, als ich dann meinte, schau doch mal auf den Trägern. Waren sie wieder anderer Meinung, also das ist klar, KI generiert. Aktuell ist es so, dass man meistens in den Bildern irgendwo noch irgendeinen Fehler findet, wo man dann kennt, es ist nicht KI generiert, aber natürlich, oder ist KI generiert oder ist nicht KI generiert, aber auch da ist es so, dass die Bilder einfach immer besser werden, weil sie immer wieder neu trainiert werden. Und es kommt auch immer darauf an, was es für Bilder sind. Anderes Beispiel, das fand ich ganz interessant, das habe ich auch meinen Kindern mal gezeigt. War ich dann ganz stolz, weil ich es festgestellt, weil die haben dann gleich mal geguckt und haben dann gemeint, Mama, ganz klar,
An den Fingern ist es zu sehen und das ist so ein klassisches Ding, das hatten wir sogar schon mal in der Schule angesprochen. Also das hatten die mal angesprochen, zumindest bei meinem Sohn im Informatikunterricht. Schaut doch immer auf die Finger, weil die Finger kann die KI noch nicht so. Also ja, die hat jetzt nur 4 Finger, da hinten ist so ein anderer Finger dabei. Aber auch da ist es so, wird sicherlich in Zukunft immer besser laufen. Und dann hatte ich auch noch ein anderes Bild und das war interessant, weil das tatsächlich von einem Fotograf, der hat einfach, ja, der hat klar noch überarbeitet, aber es stammt nicht allein von einem KI. Und da hatten tatsächlich auch mehr als die Hälfte gedacht, dass es KI-basiert ist und es ist eben nicht KI-basiert. Das ist einfach sehr schwer, die Bilder insgesamt auseinanderzuhalten und zu sehen. Und ich wollte ursprünglich noch ein Textbeispiel bringen, dann dachte ich mir, das wird jetzt vielleicht doch zu lang und war jetzt gerade vorhin froh, als Frau Ebert das eben hatte. Genau. Also, zusammenfassend kann man einfach grundsätzlich sagen, es ist immer wichtig, die Echtheit von Texten zu prüfen und zu hinterfragen. Kann das, was da drin steht, richtig sein? Dafür brauche ich eben entsprechendes Wissen. Dann ist es eben wichtig, egal welches System ich nutze, ich sollte niemals irgendwelche sensiblen Daten hineinschmeißen. Es gab ja schon unterschiedlichste Fälle, wo dann irgendeine Frau ein Foto nur verbessern wollte. Am Schluss hat sie das freigegeben für die ganze Community und hat sich dann gewundert, dass das irgendwo mal auf irgendeine Werbung aufgetaucht ist. Also auch das hat sehr gefährlich. Was immer wieder wichtig wäre, was man aus Bequemlichkeit vielleicht nicht so macht, ist eben den Datenschutz von den verschiedenen Tools zu lesen. Es ist manchmal sehr schwierig und sehr langwierig, bis man auch den Datenschutz dann findet. Den wollen nicht alle, dass man den findet, habe ich festgestellt. Und ja, kostenlos nutzen. Es gibt viele Tools, die man auch kostenlos nutzen darf, aber es sollte sich eben jeder benutzen. Kann ganz klar sein, kostenlos nutzen bedeutet in der Regel immer Datenspende. Das heißt, wenn ich das nutze, sollte ich halt an der Hinsicht nichts irgendwie eingeben, das ich ja privat halten sollte. Wenn man hingegen in der Regel bezahlt für irgendein Tool, dann ist es in der Regel immer möglich, irgendwie einen Privatmodus einzustellen. Aber wenn kostenlos ist, dann ist es in der Regel unmöglich. Genau, und wenn ich eben die Systeme nutze und ich will es eben für irgendwelche Daten nutzen, die eben nicht an die breite Community gehen sollten, sollte man immer vorher abchecken, ist denn hier ein Privatmodus aktiviert. Ähnliches Beispiel, es gibt ja viele Möglichkeiten mittlerweile schon, Audiodateien wie Interviews und so weiter entsprechend durch KI transkribieren zu lassen. Da gibt's Tools, da ist es ganz klar. Und es gibt aber auch welche, da weiß man nicht, wo man die hinlädt und inwieweit man dann irgendwie was speichern kann und wo die dann wieder landen. Also auch da sollte man, bevor man sowas nutzt, immer gut überlegen, was passiert denn eigentlich mit der Audiodatei, wo gelangt die hin? Nicht, dass die am Ende irgendwo ist und man später vielleicht dann Probleme bekommt. Und ja, wie ich schon vorhin beispielsweise bei dem Paket erwähnt hat, es ist einfach extrem wichtig, dass die letzte Entscheidung immer der Mensch trifft, weil der Mensch, wie wir auch schon gehört haben, einfach die richtige Intelligenz hat und dementsprechend das auch entscheiden sollte. Und was auch ein relativ wichtiges Thema ist in diesem gesamten Zusammenhang, ist einfach im Klar zu sein, Wissen darüber zu haben, wo steckt denn KI drin, wo könnte sie drin stecken, weil KI steckt in unserem Arbeitsumfeld in so viel, in vielerlei Hinsicht drin, ist aber unsichtbar und ist uns vielleicht in den einen oder anderen Moment gar nicht so bewusst. Und deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, Frau Wölfel, ganz herzlichen Dank auch an Sie. Ich glaube, ein wichtiger Vortrag, weil man doch im Laufe der Zeit dann doch auch etwas selbst salopper wird mit dem Umgang. Also vielen Dank, dass Sie da so eine Checkliste nochmal aufgestellt haben.
Und ich muss mich entschuldigen. Ja, und ich muss mich entschuldigen. Sie kommen natürlich von der WISO. Aber es gibt mir jetzt den genialen Übergang gleich zu den Rechtswissenschaften. Und das mache ich jetzt auch ganz flott, nämlich an den Herrn Zwickel, der jetzt einen weiteren Vortrag hält. Und ich würde Sie auch bitten, im Chat mal zu schauen, wenn Sie Fragen bekommen. Das wäre toll. Herr Zwickel, Sie sind dran. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag auch von mir. Ich will Sie mitnehmen auf die Reise in ein kleines Praxisbeispiel oder zu einem kleinen Praxisbeispiel der juristischen Lehre. Wir haben KI in der juristischen Lehre in einem KI-Schreiblabor jetzt in diesem Sommersemester 2024 eingesetzt. Unter uns Juristinnen und Juristen überwiegt vielfach die Skepsis, was den Einsatz von KI betrifft. Gerade letzte Woche wurde eine Studie bekannt aus Stanford, in der es heißt, es hapere an der Zuverlässigkeit von KI-Werkzeugen für Juristinnen und Juristen. Wir wollten dem entgegentreten und trotzdem KI mal in der juristischen Lehre einsetzen, allerdings nicht im eigentlich juristischen Bereich, sondern zur Unterstützung eines Schreibprozesses und zum Erwerb von KI-Kompetenzen bei den Studierenden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben in Kooperation mit dem KI-Tutorenprogramm der FAU KI im Rahmen von 2 Pro-Seminaren eingesetzt. Die Pro-Seminare dienen bei uns ganz einfach dem Erlernen der wissenschaftlichen Arbeitstechnik und Arbeitsmethodik. Heißt, man soll in den Pro-Seminaren einüben, wie man denn eine wissenschaftliche juristische Arbeit gut schreiben kann. Ja, 2 Lehrveranstaltungen dieser Art halte ich in diesem Semester. Einmal examensrelevante Rechtsprechung Zivilrecht und zum anderen effektive und bürgernahe Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich. Aber der Inhalt spielt keine so große Rolle bei unserem Projekt. Wie lief jetzt dieses Schreiblabor ab? Wir haben 3 Phasen vorgesehen. In der ersten Phase gab es eine ganz herkömmliche Einführung in die Bearbeitung einer Seminararbeit. Bedeutet, wir haben gezeigt, wie eine wissenschaftliche Arbeit aufzubauen ist, wie zu zitieren ist, wie Verzeichnisse zu erstellen sind. Und dann haben die Studierenden begonnen, eine Mini-Pro-Seminararbeit zu schreiben. Das heißt, so einen Testlauf zu machen. Und in Phase 2 sind wir dann in die KI-Nutzung eingestiegen. Zunächst gab es Input von unserem KI-Tutor. Er hat eine Einführung in LLMs gegeben. Er hat etwas zum Prompt-Design gesagt und hat den Studierenden geholfen, MS Copilot über den Zugang der FAU einzurichten. Dann konnten die Studierenden selber experimentieren. Und die haben dann meistens versucht, eine größere wissenschaftliche Arbeit komplett mit MS Copilot verfassen zu lassen. Und das ist in vielen Fällen ziemlich gescheitert. Das war auch so unser Ziel. Wir wollten die Studierenden einfach an die Stärken und Schwächen dieser großen Sprachmodelle heranführen. Gemeinsam haben wir dann Regeln erarbeitet und in welchen Fällen KI-Nutzung im Rahmen des Pro-Seminars bei der Erstellung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit zulässig ist. Und anschließend begannen dann die Teilnehmenden mit der eigenen Themenarbeit. In Phase 3 wandten dann die Studierenden die Erkenntnisse auf die eigene Arbeit an. Es gab wieder Input. Der KI-Tutor hat das ausgewertet, was ich ihm zugeliefert hatte, in Form einer Korrektur dieser Mini-Pro-Seminararbeiten. Da gab es also menschliche Korrektur. Er hat es genommen und hat versucht, Verbesserungen vorzunehmen mithilfe künstlicher Intelligenz. Und das hat er dann den Studierenden als Input geliefert. Und anschließend konnten die Studierenden selbst derartige Verbesserungsversuche für ihre eigene Arbeit unternehmen. Und so ist gemeinsam im Unterricht, in der Lehrveranstaltung, eine Prompt-Bibliothek auf einem Conceptboard entstanden. Und jetzt schreiben die Studierenden gerade ihre eigene wissenschaftliche Arbeit. Und wir sind schon ganz gespannt, was denn da, welche Verbesserungen da mithilfe von KI-Tools eintreten werden. Was ist rausgekommen? Welche Ergebnisse haben wir erzielt? Hier sehen Sie jetzt die Regeln, die wir gemeinsam mit den Studierenden aufgestellt haben. Wir haben uns darauf geeinigt, nur das Tool MS Copilot zuzulassen und zu verwenden. Ob die Studierenden andere Tools nicht erlaubter Art und Weise verwenden, das ist uns ehrlich gesagt für diese Art der Pro-Seminararbeiten egal, weil das keine Prüfungsleistung ist. Dann ist die Nutzung nur zur Ideenfindung und zur sprachlichen Korrektur zulässig und die KI-Nutzung muss dokumentiert werden in einem sogenannten Prompt-Verzeichnis. Das heißt, bei Recherche
muss eine entsprechende Fußnote erfolgen. Bei rein sprachlicher Korrektur brauchen wir keine Fußnote, aber wir wollen eine Art Prozessdokumentation, was denn letztlich mithilfe von KI passiert ist. In Phase 3, also in der Phase der Anwendung auf die eigene Arbeit, haben wir zum Beispiel hier auf der linken Seite eine juristische Gliederung und die ist ziemlich ungenau. Und jetzt haben wir versucht, mithilfe eines Prompts auf der rechten Seite Umformulierungen vorzunehmen. Und das ist auch tatsächlich ganz gut gelungen. Das Problem dabei ist nur, man muss einiges an Fachkompetenz mitbringen, um die Wertigkeit solcher Formulierungen beurteilen zu können. In der Phase 3 ist, wie gesagt, diese Prompt-Bibliothek entstanden. Die sieht so aus, dass sich hinter jedem dieser gelben Klötze ein brauchbarer Prompt befindet, den die Studierenden anklicken können und auf die eigene wissenschaftliche Arbeit anwenden können. Und das Ganze haben wir natürlich auch mit Negativbeispielen gemacht, zum Beispiel bei der Formulierung oder Ergänzung von Fußnoten einer juristisch-wissenschaftlichen Arbeit. Das können große Sprachmodelle natürlich nur schlecht leisten, aber wir fanden es wichtig, dass die Studierenden sowas mal gesehen haben. Was haben wir bis jetzt gelernt? Eine umfassende Evaluation steht noch aus, sodass sich diese Erkenntnisse noch in Grenzen halten. Wir sind der Meinung, dass große Sprachmodelle im juristischen Bereich Potenzial haben, das allerdings momentan noch vor allem für die sprachliche Arbeit, eher weniger für die inhaltlich-juristische Arbeit. Dieses Potenzial sollte aus unserer Sicht nicht ungenutzt bleiben. Man könnte sagen, naja, die Studis, die kennen das sowieso alle. Wir haben das abgefragt und unsere Digital Natives waren gar nicht so digital affin. Nur etwa ein Drittel der Studis in meinen Pro-Seminaren hatte eine Vorerfahrung mit großen Sprachmodellen. Oder sie haben es mir nicht gesagt. Dritter Punkt, die individuelle Unterstützung und der Input der KI-Tutoren hat sich sehr bewährt. Ich als Lehrender der Rechtswissenschaft hätte diesen Input und die individuelle Betreuung zum Thema KI in meiner Lehrveranstaltung nicht in dieser Dimension leisten können. Viertens, es bestehen große Befürchtungen der Studis im Hinblick auf die Chancengleichheit bei Zulassung des KI-Einsatzes in wissenschaftlichen Arbeiten. Meine Studis waren sehr dankbar für diese gemeinsam erarbeiteten Regeln, zum Beispiel Nutzung nur von MS Copilot, wo es den Zugang der FAU dazu gibt. Und fünfter und letzter Punkt, es ist aus unserer Sicht weiter zu überlegen, wie alle Studierenden, jedenfalls die der Rechtswissenschaft, eine fachspezifische Einführung in KI und die Nutzung von KI-Tools erhalten können. Und daran wollen wir am Fachbereich auch arbeiten. Vielen Dank. Ja, Herr Zwickel, vielen Dank für diesen Vortrag und die Ideen. Also ganz komprimiert, prima. Sie haben auch ein bisschen wieder Zeit eingeholt. Und auch an Sie die Bitte, dass Sie vielleicht Fragen im Chat beantworten. Und nochmal an alle, die vorhin noch nicht da waren, die Stud-On-Gruppe wird dann auch den Inhalt weiter vermitteln. Also auch die Videoaufnahmen sind dann dort zu finden. Vielen Dank, Herr Zwickel. Nun freue ich mich ganz besonders, die Vizepräsidentin Education, Frau Professor Preah, begrüßen zu dürfen und übergebe an Sie für das Grußwort. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Wunder. Können Sie mich gut hören? Ja, prima. Wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Eigentlich ist jetzt eigentlich schon an der Zeit, Dank zu sagen für all die wunderbaren Vorträge. Dabei bin ich aber jetzt hier, um Sie zu begrüßen. Leider habe ich es nicht früher geschafft. Also meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, wenn hier auch welche im Raum sind, das kann ich jetzt hier so nicht so überblicken. Also ich darf Sie heute im Namen der Universitätsleitung zu dieser Veranstaltung begrüßen, die ja zu einem Thema organisiert ist, das uns das ganze Jahr über in verschiedenen Formaten beschäftigen wird. KI in der Lehre, KI in der FAU-Lehre. Und diese große Bedeutung, die wir diesem sicherlich sehr diskussionsbedürftigen Thema beimessen in der Universitätsleitung, möchte ich hiermit doch meine leider verkürzte Anwesenheit doch unterstreichen. Das Jahresschwerpunktthema hat Sie ja jetzt als Beteiligte schon eröffnet und genau das soll ja auch der Sinn der heutigen Veranstaltungen sein. Let's talk, wir wollen zusammen darüber reden.
Und ich bin mir sicher, dass Stefanie Ewert einen ganz hervorragenden Anfang dieses Jahresthemas gemacht hat und dabei auch die Zweischneidigkeit aufgezeigt hat, mit der uns der Einsatz von KI in der Lehre ja durchaus beschäftigt. Trotzdem ist es ja heute das erste Mal, dass wir uns oder Sie sich mit diesem zentralen Zukunftsthema der Universitätslehre gemeinsam und sehr strukturiert beschäftigen und wir hier kritisch die Chancen, die Gefahren und die Herausforderungen vom Einsatz von KI in der Lehre in den Blick nehmen. Ich sehe es selbst vor allem zwei Herausforderungen auch aus der Praxis meiner Lehre in der Sinologie. Eines ist die Wahrnehmung der akademischen Integrität. Ich denke natürlich daran, dass es relativ leicht geworden ist, Tools zu unterschlagen, die verwendet wurden, gerade in geisteswissenschaftlichen Prüfungsformaten, Hausarbeiten, annotierte Übersetzungen und so weiter. Und andererseits, dass die Beachtung der wissenschaftsethischen Standards hier etwas verloren geht durch diesen Einsatz von KI-Tools. Das sehe ich als die zwei größten Herausforderungen und auch die Tatsache, dass wir wohl nicht darum herumkommen werden, Prüfungen und Lehrformate an die Nutzung von KI-Tools eben anpassen müssen in der Zukunft. Und da müssen wir relativ schnell handeln. Die Frage ist nur, wie können wir das tun? Und genau solche Themen wollen wir hier auch diskutieren. Natürlich müssen auch KI-Kompetenzen aufgebaut werden bei den Lehrenden und bei den Studierenden, um sie auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Und dann auch sicherzustellen, dass trotz Einsatz von diesen KI-Tools auch ein Wissensgewinn erzielt wird in unseren Lehrveranstaltungen und durch die Prüfungen, die wir hier abhalten. Aber natürlich neben diesen Sorgen sehen wir es positiv, gibt es auch Chancen und die gibt es auch für uns als Volluniversität. Die FAU ist ja innovativ, wir sind leidenschaftlich, wir sind vielfältig. Und insofern können wir ja durchaus auch die Chancen ergreifen. Und wie die KI dann in der Lehre eben aussehen wird, hängt ganz stark von uns ab, von der FAU-Community, wie wir von und miteinander lernen und eben auch talken, würde ich sagen. Wir müssen uns darüber unterhalten, weil nichts ist in Stein gemeißelt. Es gibt keinen klaren Leitfaden. Den müssen wir uns selber erstmal erbauen. Jetzt gehört nicht jeder und jede von Ihnen hier schon zu der Avantgarde, die schon so weitreichend sich Gedanken gemacht hat zu diesem Thema, wie wir KI sinnvoll einsetzen und wie wir das reglementieren. Und deshalb ist es ganz besonders schön, dass nicht nur das ILLI, unser Institut für Lerninnovation, und das Fortbildungszentrum Hochschullehre, das FBZHL, an Bord sind, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Einrichtungen, die uns in diesem Prozess begleiten und unterstützen und informieren durch ihre Expertise. Verwaltungsintern können wir uns dann natürlich stark auf die Abteilung L stützen. Die ist ganz besonders wichtig in der konkreten Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, aber auch bei den damit verbundenen rechtlichen Fragen, die ja auch nicht zu vernachlässigen sind. Wir können uns auch auf das CIO-Office stützen, das bei der technischen Implementierung der KI-Infrastruktur hilft und die Voraussetzungen für die Nutzung der KI-Werkzeuge schafft, die Software bereitstellt für die ganze FAU-Community. Und last but not least stützen wir uns natürlich auf Sie, auf eine Vielzahl von Lehrenden, die leidenschaftlich und innovativ hier die Lehre vorantreiben. Also ich finde das Motto ganz super, das hier gewählt wurde von den Veranstaltern, Let's Talk über KI, weil es wirklich viel zu diskutieren gibt. Und ich bin ganz besonders gespannt, was auch der heutige Tag an Ergebnissen für die FAU-Policy bringen wird. Die Gespräche werden das zeitigen. Und spätestens im Oktober, bei der Woche der Lehre, die wurde jetzt vielleicht schon ganz am Anfang angekündigt, das weiß ich nicht, aber da geht es dann weiter und wir hoffen natürlich, dass Sie da alle fleißig mit dabei sind und auch teilnehmen werden.
Wie gesagt, ich wünsche Ihnen einstweilen auch im Namen der ganzen Universitätsleitung noch einen erfolgreichen Tag und spannende Diskussionen und Begegnungen mit künstlicher, aber vor allem auch mit der menschlichen Intelligenz, die hier versammelt ist. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Grußwort. Es ist so schön, dass wir hier so unterstützt werden. Und es ist tatsächlich der nächste Vortrag, den dann die Sonja Hetzner vom ILI halten wird, geht darauf ein, wie geht's denn jetzt weiter? Wie wollen wir hier Diskussionspunkte sammeln, um dann eben auch in den kommenden Veranstaltungen darauf zurückzublicken? Aber ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich gebe jetzt nochmal mit einem großen Dank an Frau Briard ab an die Sonja. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Genau. Lauter gute Stichwörter für das. Also ein Vortrag würde ich das nicht sagen. Ich würde nur ganz gern jetzt für uns genau das Thema KI-Leitlinien, KI-Policy für die FAU. Was brauchen wir? Welche Fragen haben wir im Moment alle, auf welche Fragen wir Antworten brauchen. Ich teile hier mal kurz meinen Bildschirm. Ich hoffe, Sie sehen das alles im Moment. Wunderbar. Genau. Das hier ist ein Bild, nicht von mir erstellt. Das kommt vom Hochschulforum Digitalisierung, das in all diesen Fragen rund um die digitale Lehre und um die Lehre allgemein uns stark unterstützt. Und Sie sehen, hier sind genau diese Fragen, die da sind. Wir haben die Hochschulleitung hat natürlich, wie kann man Orientierung bitten? Wie kann man unterstützen, das Thema zu bearbeiten? Unsere Studierenden beschäftigen sich natürlich mit den Fragen, muss ich mir einen Account zum Beispiel legen? Wie ist das Thema Chancengleichheit? Bekomme ich diese entsprechende Unterstützung? Sie als Lehrende haben natürlich auch ganz die Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass die Eigenleistung meiner Studierenden wirklich erfasse? Ist es ihre eigene Leistung oder ist da eine andere Art von Unterstützung? Und allgemein alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen. Und deswegen ist ihr so eins der Möglichkeiten, dass wir auch ihr eine Empfehlung von aus dem Hochschulforum Digitalisierung, dass man Leitlinien, KI-Policy, es gibt eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die mit dieser Arbeit schon assoziiert sind, dass wir sie entsprechend entwickeln. Hier ist eine Aussage eben von dem Projektleiter vom HFD und vielleicht nur so, um die Hauptaspekte hervorzubringen. Generative KI-Tools werden nicht verschwinden. Ich glaube, das sind wir uns alle sicher. Wir müssen sie nutzen, aber wir brauchen natürlich Leitlinien, die uns dabei Orientierung geben und einfach der Umgang klarstellen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und sie müssen natürlich auch sehr dynamisch bleiben. Also wir sehen, dass die KI-Welt ist auch dynamisch. Das, was vielleicht vor 6 Monaten noch Gültigkeit hatte, ist heute schon ein bisschen anders, sodass wir auch ihr sehr dynamisch bleiben können. Und hier vielleicht noch so eine Einordnung, womit könnten sich KI-Leitlinien beschäftigen. Zu einem wissen wir, dass es Implikationen hat, ganz klar für das Prüfungswesen, dann wie wir lehren und lernen. KI hat auch Implikationen in diesem Bereich und natürlich auf die Kompetenzen, die wir aufbauen oder nicht aufbauen. Da gibt's eben entsprechende Implikationen. KI und Leitlinien sollten sich auch mit den Themen befassen, wie akademische Integrität. Also es muss auch ein gesamter Prozess da sein, nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch sicherzustellen. Datenschutz und Recht, ganz wichtiges Thema, klammern wir im Moment schon fast aus, weil wir wissen, dass der Raum noch nicht so sicher bestellt ist. Dann auch, welche verantwortungsvollen Rollen brauchen wir in diesem Kontext? Und es gibt Dinge, die wir eben aufbauen müssen. Und das eine ist den gerechten KI-Zugang. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema.
wenn ganz, ganz viele Tools da sind, die das Lehren und Lernen und auch das Prüfen unterstützen, können wir sicherstellen, dass auch hier die Chancengleichheit bleibt, Qualifizierungsangebote, aber auch, dass ganz, ganz viele Prozesse und Lehr- und Lernprozesse transparent einfach da sind. Deswegen, das ist hier noch so mal eine Zusammenfassung dessen. Also KI-Leitlinien können uns unterstützen bei der Regulierung zum Informieren, also Orientierung, und sollten uns auch etwas Inspiration geben, was ist zu tun und wie können wir KI sinnvoll in Studium und Lehre einfach integrieren.